Das ist zum Beispiel so eine, die sagt, lasst uns doch endlich skifliegen. Und in diesem Jahr hat sie sich vorgenommen, in Vikersund und im Planitza. Da knacke ich die 200 Meter. Ja, anhand dieser Aussage kann man ja auch schon mal sehen, was da im Inneren der Mädels vorgeht. Sie wollen es unbedingt erreichen, sie wollen unbedingt den Herren gleichziehen und skifliegen gehen, wollen einfach nicht als Randgruppe gesehen werden. Und man kann es immer nur wieder wiederholen, bis in 4, 5 Jahren wird es auf alle Fälle so sein, dass es eine etablierte Sportart in allen Maßen sein wird. Und auch die Sprünge von Linear zeigen ja, dass sie Skispringen können und warum dann eben nicht.